Schweiz im Gespräch. Willkommen, meine Damen und Herren. Der Martin Day, den kennen Sie vielleicht besser als Martin Oswald. Er ist ein waschechter St. Gallen, auch wenn es ihn beruflich ein bisschen Richtung Zürich verschlagen hat. Das ist aber nicht der Grund, wieso er hier ist. Auch nicht, weil du ein wahnsinniger FC St. Gallen-Fan bist, sondern du bist hier mit deinem Baby, deinem Debütalbum, Songwriter von Martin Day. Jetzt musst du uns das erste Mal sagen, beruflich bist du eigentlich Medienschaffender, arbeitest beim Radio und beim Fernsehen. Genau. Aber jetzt ist eine CD. Da haben einen Haufen Medienschaffende, aber wieso hast du jetzt ein Debütalbum mit dabei heute? Ja, Musik war immer meine Leidenschaft. Sie hat mich mein ganzes Leben begleitet, kann man sagen. Und darum ist es eigentlich nicht überraschend, dass ich jetzt irgendwie Medienschaffender bin und noch eine CD rausgegeben habe, sondern das war einfach ein Hobby, das ich intensiv gepflegt habe immer. Und das ist so die jüngste Frucht, könnte man sagen, von jahrelang am Klavier sitzen, Songs schreiben, singen. Ja. Also wirklich, du sagst jahrelang am Klavier sitzen. Mit 16 hast du angefangen Klavier spielen. Du bist aber auch von klein auf schon ein begeisterter FC St. Gallen-Fan und auch selber ein Schüttler. Richtig. Stellen wir uns immer so lustig vor, ist das als Schüttler nicht uncool, wenn man noch die ganze Zeit selber ein bisschen klimpert und komponiert? Ist das nicht ein Widerspruch? Also nach der Schule bin ich heim und bin zuerst das Klavier gesessen und dann mindestens eine Stunde lang gespielt. Und das hat irgendwie gelangt als Kind, dass ich dann später noch ins Fußballtraining gegangen bin. Irgendwie haben die beides aneinander vorbeigebracht. Aber eine Stunde lang spielen nach der Schule, das spricht schon von einem grossen Ehrgeiz, den du da an den Tag gelegt hast. Bist du ein ehrgeiziger Mensch? Grundsätzlich bin ich das. Aber ich glaube, diese Stunde Klavierspielen hat jetzt nicht mit dem Ehrgeiz zu, sondern es war für mich irgendwie Entspannung nach der Schule, heimkommen, Klavierspielen. Und ja, die Musik hat mir einfach von Anfang an extrem viel Spass gemacht. Am Klavier von meinen Grosseltern. Da habe ich schon mit irgendwie 6 oder 7 angefangen, mit 2 Fingern drauf rumklimpern. Das Klavier steht jetzt noch bei meinen Eltern zu Hause. Ich spiele jetzt noch nicht drauf. Von dem her, das ist irgendwie ein Werksbegleiter geblieben. Von früh an schon geprägt, bis heute geblieben. Trotzdem, irgendwie, du hast gesagt, das war ein Bubentraum von dir, mal eine eigene CD zu haben. Ich habe gesagt, das ist deine erste CD, dein Debütalbum. Wie zielstrebig hast du denn den Traum verfolgt? Oder verfolgt, den zu realisieren? Du hast es vorhin gesagt, ich habe als Teenager Song angefangen zu schreiben. Irgendwann, wenn, um die 20 herum, hatte ich irgendwie die Idee, gehabt, das mal irgendwie aufzunehmen im Studio, dass es ein bisschen tönt. Ich habe dann den Greg Galli von Zürich, Produzent, kennengelernt, etwa im 2002. Und dann haben wir gesagt, wir machen da mal eine Single zusammen, mal einen Song, den wir dann rumschicken. Wir haben das dann gemacht und das ist eine lässige Arbeit. Im Studio wird so ein Song, den man vorher einfach nur im Klavier schreibt, plötzlich mit Schlagzeug, Bass und Streicher zu etwas Richtigem. Und nachdem wir dann 2, 3 Songs gemacht haben, habe ich gesagt, du Greg, du weißt, also ich will irgendwann mal ein Album machen und Songs hätte ich genug. Und dann haben wir uns die Arbeit gemacht, haben 10, 12 Songs ausgewählt und man muss sagen, es ist ein bisschen lang gegangen. Also wir haben jetzt etwa 4, 5 Jahre lang produziert, wir haben jetzt viel Zeit gelassen. Der Beruf war ja auch noch da gewesen, also ich habe mich nicht 100% auf Musik versteift und darum hat es eine Weile gedauert, aber ich bin sehr glücklich mit dem Resultat jetzt. Songwriter, das ist das Resultat von Martin Day. Wieso Künstlernamen, auf das kommen wir nachher noch. Aber jetzt wird man, glaube ich, den ersten Song ist einfach mal anhören. Not a single reason. Lassen wir einfach mal ein paar Sekunden rein und lassen deine Musik, die du komponiert hast, du eingespielt hast, auf uns wirken. Sagen. Wirklich ganz ein hörfälliges Album. Alles Kompositionen von dir? Ja, von A bis Z. Von A bis Z. Da bin ich ein bisschen stolz auf zu sagen, dass wirklich jedes Wort, jede Note von mir komponiert ist. Mit dem Produzent arrangiert, aber es macht mir Freude, dass ich sagen kann, das ist 100% irgendwie von mir. 100% Martin Day. Jetzt habe ich schon gesagt in der Moderation, Martin Oswald, vielleicht als solcher bekannt in der Ostschweiz. Du hast schon alles Mögliche gemacht in dieser Region. Wieso jetzt Martin Day, Martin O oder Martin OS? Wie auch immer, bieten sich ja noch. Das hat sich auch angeboten. Für mich war klar, Oswald geht wie nicht. Haben auch viele Leute aus dem Musikbusiness gesagt, Oswald tönt irgendwie mehr nach einem klassischen Musiker, vielleicht aus Deutschland, aus dem Osten. Und ich wollte irgendwie sicher gehen, dass der Song zu der englischsprachigen Musik passt. Und ich wollte es auch ein bisschen trennen vom Beruf, wenn man als Journalist immer wieder am Radio zu hören ist. Oder so. Ich wollte klar machen, das ist, bin ich als Musiker und das andere ist Beruf. Und ich habe dann sehr lange studiert, was ich da für einen witzigen oder guten Namen nehmen könnte. Und am Schluss musste ich sagen, Day, Martin Day, mit dem kann ich irgendwie leben. Es ist nicht allzu aufdringlich, hoffentlich. Und ja, das ist jetzt wie.
die Lösung, was es geht ins Ohr und bleibt hoffentlich so lange dort wie das Musik. Schön. Jetzt zu seiner Antwort, die du mir vorhin gegeben hast, stellt sich gerade wieder andere Frage. Du hast gesagt, es soll auch zu der englischen Musik, wo du oder zu den englischen Text, wo du schreibst, passen. Wieso denn jetzt Englisch? Weil man weiss ja, in der Schweiz das Einzige, wo ein bisschen Erfolg hat von Schweizer so Interpretinnen und Interpreten, Schweizerdeutsch. Also vom Göhle bis zu der Fabienne Louwes, wer weiss der Teufel will, die singen halt einfach Schweizerdeutsch und bringen auch so ihre CDs am Mann ab. Auch wir haben beide einen Dialekt, der leicht auffallen, wenn wir damit anfangen zu singen. Und gerade, dass man weiss, dass das am Galler-Dialekt nicht gerade Herzen öffnet in der Schweiz. Sage ich jetzt mal. Nein, auf jeden Fall, ich habe immer englische Musik gemacht, das war für mich nie eine Frage gewesen. Aber du sagst richtig, also die Musikindustrie sagt heute, mach es gleich auf Schweizerdeutsch und wir reden miteinander. Und das ist ja schon noch verrückt. Aber ich habe irgendwie gefunden, nein, ich will wirklich nicht auf Schweizerdeutsch singen. Es ist eine andere Musik, ein anderer Zugang. Und dann verbaue ich mir vielleicht eine Chance damit, aber ich mache wenigstens so ein bisschen mein Ding, kann man vielleicht sagen. Dein Ding. Wir wollen jetzt gerade noch mal etwas, ein Beispiel anlassen aus deinem Ding. Your Name is Love. Mit dem, dass du das zusammen geschafft hast, sagen wir noch. Aber jetzt lassen wir einfach mal rein, Martin Day, Songwriter mit Your Name is Love. Die Gitarre am Schluss. Sanfte Ballade. Und man hört natürlich deine Stimme, aber wer hat man noch gehört? Die Leslie Bogart. Also auch keine Unbekannte. In der Schweiz, muss man sagen. Wie ist zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Also man kann sagen, in der Schweiz ist sie eine bekannte Stimme, auch sonst schon international. Wie bist du zu dieser gekommen? Der Greg Gully, mein Produzent, ist schon sehr lange im Business und hat Kontakt. Und ich bin aber auf ihrer Homepage, muss ich sagen. Ich habe einfach mal ihr eine Mail geschrieben und gefragt, ob sie Lust hat. Und sie hat den Song dann gehört, das ist ein Demo. Wir haben uns mal getroffen, ein bisschen zusammen geübt, selber noch mit der Gitarre etwas gespielt. Sie gefunden, klar, wieso nicht. Und an der Gitarre ist Adrian Stern, auch definitiv kein Unbekannter. Und ich darf mich sehr glücklich schätzen, so Leute im Studio zu haben. Ich finde, man hört es. Mir macht es extrem Spass, dass man doch Musik hat.